Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute habe ich für euch mal wieder die Fashion-Trends bzw. Modetrends für den Frühjahr und Sommer 2018. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät dran, denn in Deutschland ist das Wetter noch so ein bisschen durcheinander. An Ostern hat es geschneit, diese Woche sollen es aber schon 20 Grad werden. Keine Ahnung, was hier los ist. Ich habe mir wie immer die Sachen herausgesucht, die am häufigsten genannt wurden. Die ganzen Sachen habe ich auf meinem Handy stehen, also falls ihr euch wundert, warum ich auf mein Handy gucke, das liegt daran, weil ich mir da die Notizen gemacht habe. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen direkt. Diesmal werde ich euch hier auf der rechten Seite die jeweiligen Kleidungsstücke zeigen, die es aktuell in den verschiedensten Online-Shops zu kaufen gibt. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet, wenn ich so aktuelle Pieces direkt hier zeige oder das Ganze in Outfits zeige. Fangen wir mit dem ersten Trend an, den ich sehr oft gelesen habe. Und zwar sind es Trenchcoats. Trenchcoats, ich glaube, die verlassen nie die Mode und sie kommen immer wieder. Aber gerade dieses Jahr sind sie wieder total modern. Hier habe ich auch einen. Mir aktuell bei Zara gekauft. Es ist kein langer Trenchcoat, aber ein kurzer. Den gleichen gab es aber auch in lang. Ich zeige ihn euch einmal ganz kurz. Den habe ich auch in meinem Haul gezeigt. Ich weiß nicht, ob der Haul zuerst online kommt oder dieses Video. Den Haul verlinke ich euch in der Infobox. Den habe ich mir gekauft. Finde ich sehr schön. Ja, so als Anregung. Kommen wir zum nächsten Trend. Und als ich den gelesen habe, war ich ein bisschen skeptisch. Davon gibt es aber auch echt coole Pieces, würde ich mal so behaupten. Und zwar geht es um die Radlerhose. Ja, die kommt auch wieder zurück. Beziehungsweise wieder, die war ja schon lange nicht mehr modern. Aber dieses Jahr soll sie wohl total im Trend sein. Ich habe ein cooles Outfit davon gesehen. Ich werde euch das hier einblenden aus einer Zeitschrift. So finde ich das echt cool kombiniert. Ich hatte auch einen und die habe ich weggeschmissen, glaube ich. Nee, die habe ich kurz geschnitten. Weiter geht es mit ein paar Farben, die diesen Frühjahr und auch Sommer Trend sein sollen. Zum einen sind es Pastelltöne bzw. Pastellfarben. Vor allem so Flieder, also helles Lila habe ich da oft gesehen. Finde ich sehr schön in so... Es gibt ja so ein Spitzenkleid bei H&M, glaube ich, momentan, in so mittellang. Das finde ich total schön für so besondere Anlässe oder so oder Pastellfarben allgemein. Zum Beispiel zum Abiball oder zum Abschlussball. So Kleider in Pastellfarben ist auch super schön. Nicht nur Pastellfarben sind dieses Jahr wieder modern, sondern auch knallige Farben. Aber ich glaube generell, so Sommer, Frühling sind ja immer Farben modern. Und darunter sind auf jeden Fall die absoluten Trendfarben Rot. Ist eigentlich meistens auch, war ja auch im Herbst, Gelb und halt Flieder, wie ich schon erwähnt hatte. Und ich habe hier eine gelbe Tasche auch aus meinem Haul. Von Zara habe ich die, finde ich auch total schön, die wertet so ein Outfit gut auf. Finde ich aber auch sehr schön, wenn man so eine blaue Jeans anhat und dazu irgendwie so ein knalliges Oberteil. Also so ein rotes oder gelbes, kann ich mir voll gut vorstellen. Oder auch so Pastelltöne. Weiter geht es mit dem Trend der Fransen. Egal ob an Kleidungsstücken, an Westen, an Taschen oder an Schuhen. Fransen sollen dieses Jahr auch wieder modern sein. Die sind ja auch ziemlich oft, also die sind oft eigentlich irgendwo vertreten, die Fransen. Also ich habe immer noch ganz viele Taschen mit Fransen, die ich immer wieder trage, weil das einfach cool aussieht und so ein bisschen Abwechslung auch mit reinbringt. Gerade auch bei so Festivals werden ja auch oft so Sachen mit Fransen angezogen, weil das einfach super locker und cool aussieht. Weiter geht es mit asymmetrischen Schnitten. Also ich habe momentan so Oberteile gesehen, die also nicht komplett off the shoulder, sondern die halt nur über eine Schulter gehen oder die auch hier an der Seite einfach nur ein Cutout haben. Also da sind der Fantasie sozusagen auch keine Grenzen wieder gesetzt. Es waren ja auch letztes Jahr die Hosen mit so asymmetrischen Enden sozusagen modern. Finde ich auch echt cool und die peppen so ein Outfit immer auf. Also anstelle eines normalen T-Shirts ein T-Shirt mit einem asymmetrischen Ausschnitt. Sieht dann einfach irgendwie cooler aus. Gefällt mir auch der Trend. Weiter geht es mit Pailletten. Pailletten finde ich immer so, ist ganz gut so zum Feiern. Oder an sich finde ich das auch sehr schön an Schuhen, also an so Espadrilles. Finde ich die auch echt süß. Habe ich welche davon? Weiß ich gar nicht. Oder an Taschen. Da gibt es auch verschiedene Sachen wirklich. Also ich hatte erst nur so Feiern im Kopf, aber auch so im Alltag kann man da wieder dem Outfit einen gewissen Pep geben, mit reinbringen. Ja, weiter geht es mit einem Trend, den ich auch sehr oft gesehen habe. Und zwar geht es allgemein um Transparenz. Also sowohl
viele Netzsachen habe ich gesehen, im Sinne von Netzstrümpfe oder auch so Netzoberteile, die halt dann komplett durchsichtig sind. Aber auch Plastikvinyl habe ich auch sehr viel gesehen. Vor allem auch im Bereich Schuhe habe ich sehr viele gesehen. Wie zum Beispiel diese hier, die habt ihr vielleicht schon öfters gesehen, so höhere Schuhe, die dann komplett aus Plastik sind. Wenn man das gut kombiniert, kann das auf jeden Fall richtig cool aussehen. Da ich gerade schon von dem ersten Schuh gesprochen habe, können wir direkt weiter mit den Trendschuhen für dieses Jahr machen. Denn ich habe auch so ein bisschen geschaut, was es so für Schuhtrends für dieses Jahr gibt. Sowohl Sneakers als auch jegliche andere Form und Art von Schuhen. Und ich würde sagen, damit machen wir jetzt direkt weiter. Ich glaube, so oft wie ich die transparenten Schuhe gesehen habe, habe ich auch Cowboy-Stiefel gesehen. Das sind so die beiden Schuhe, die ich am häufigsten finden konnte. Also ich gucke ja immer auf diversen Seiten nach und auch Zeitschriften. Und ja, Cowboy-Stiefel sind wieder im Trend. Ich bin immer eigentlich so, Cowboy-Stiefel mochte ich überhaupt nicht. Aber auch da finde ich, gibt es manchmal echt coole Stiefel. Und wenn man die richtig kombiniert, können die auch echt cool aussehen. Ja, deswegen bin ich mal gespannt, wie viele Leute ich dieses Jahr mit Cowboy-Stiefeln auf der Straße sehe. Ach nein, die Schuhe, die ich am häufigsten gesehen habe, sind Kitten Heels. Spreche ich das überhaupt richtig aus? Ich glaube, heute werde ich sehr viele Begriffe falsch aussprechen, aber who cares? Da gibt es wirklich Leute, die das stört. Ja, Kitten Heels finde ich eigentlich, also früher hätte man mich, glaube ich, damit jagen können, aber mittlerweile finde ich die eigentlich auch irgendwie cool. Und sie sehen so modern aus, wenn man die trägt, so, keine Ahnung, so bloggermäßig finde ich, sehen die aus. Also ich glaube, das ist so ein Schuh, entweder man hasst sie oder man liebt sie. Kann das sein? Wie findet ihr die Schuhe so? Schreibt es mir in die Kommentare, das interessiert mich echt mal. Des Weiteren sind auch in dem Zusammenhang Mules, werden die ausgesprochen, ich weiß es nicht, die Schuhe modern und auch Loafer. Ich finde Loafer echt cool. Also davon werde ich mir wahrscheinlich auch noch ein paar holen, weil die auch sehr bequem sind. Also manche davon sehen richtig bequem aus. Des Weiteren sind Schnürboots oder auch Lace-Up-Boots dieses Jahr im Trend und ich kann die mir eigentlich relativ gut im Herbst vorstellen und nicht gerade so im Frühling und Sommer. Aber mal schauen, da gibt es bestimmt auch coole Schuhe, die man so kombinieren kann. Weiß ich nicht. Muss ich mal sehen. Sockboots sind dieses Jahr auch wieder modern und also am Anfang des Trends war ich so ein bisschen so, Aber jetzt mittlerweile finde ich die auch richtig, richtig cool, aber ich trage halt nie hohe Schuhe. Ich bin echt so voll der Boots- oder Sneaker-Typ. Sonst würde ich mir auch gerne welche davon kaufen. Mal schauen, was dieses Jahr so wird. Vor allem finde ich, sind diese Schuhe auch wieder so Vlogger-Schuhe. Also wenn man die anhat, ich glaube, das verwandelt jedes Outfit so in Vlogger-Outfit. Dann kommen wir zu Sneakers. Bei den ganzen flachen Schuhen sind vor allem Platforms total im Trend. Das ist gar nicht mal so leicht auszusprechen, fällt mir gerade auf. Finde ich sehr cool. Gerade auch so, ja, Schuhe mit besonderen Sohlen oder so Statement-Sohlen sollen modern sein. Und davon bin ich echt ein Fan. Ich liebe Platforms. Ich kann euch ja mal ein paar Sneakers zeigen, die dieses Jahr im Trend sein sollen. Also die schon letztes Jahr im Trend waren und sich dieses Jahr weiter im Trend befinden. Und zwar sind es die Ugly Sneakers oder die Dead Sneakers. Die Ausdrücke habe ich noch nie gehört, aber finde ich ganz witzig. Und zwar sind es einmal die Nike Air Max 97 und die Nike Air Max 95. Was haltet ihr von dem Schuh? Ich glaube, das sind auch wieder so, es ist so ein Schuhpaar. Entweder liebt man sie oder sie hasst sie. Und ich glaube, ja, einige feiern diese Schuhe echt. Ich finde, davon gibt es auch richtig coole Modelle. Des Weiteren sollen auch die Adidas NMD modern sein. Finde ich auch echt cool. Und Vans Old School. Finde ich total cool. Ich war am überlegen, ob ich mir Vans in schwarz holen soll oder Converse All-Star in schwarz. Ich finde die beide total cool. Ich bin noch am überlegen. Andererseits wird jetzt Sommer und da trage ich halt eh keine schwarzen Schuhe. Das war's mit den ganzen Trends. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so von den ganzen Trends haltet. Ich könnte jetzt direkt in die Stadt fahren und ein paar Schuhe anprobieren. Irgendwie hätte ich darauf richtig Lust gerade. Werden wir mit mir in die Stadt fahren? Wie immer hoffe ich, dass... Warum habe ich geschnipst? Wie immer hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Schreibt mir wie immer eure Videowünsche in die Kommentare. Hinterlasst mir gerne ein Feedback. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und ansonsten würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal.